Hagrim hat einen Stufenaufstieg. Aber ja, steht hier irgendwo... Ruf, Durchschnitt 12. Ah. Wie kann ich helfen? Weiter! Jawohl! Stimmt, den Ruf gibt es hier, aber... Komm, zwei Händler. So. Dein Befehl. Einverstanden. Gut, rasten müssten wir trotzdem noch. Also gehen wir hier wieder raus. Rasten erst einmal. Sicherheitshalber Quicksave. Soll geschehen. So, jetzt sind wir geheilt. Nicht mehr erschöpft. Okay, geheilt waren wir vorher schon, weil wir uns hier heilen konnten. Aber wenigstens ist der Götze jetzt weg. Und wir können jetzt in Ruhe die Dinger verteilen. Bereit verstanden. So. Also wir... Hä? Sag, was du vorhin verstanden. Wir müssen die Abzeichen nicht da reinlegen, sondern also einfach die Dinger nur benutzen, so wie es aussieht. Ja, gut. Ich speichere hier jetzt mal kurz. Also es gibt noch keinen Cut, keine Panik. Aber das ist jetzt speichern. LP 021, der Checkpoint. So. Weil ich glaube... Was jetzt dann kommen wird. Ja. An die Höhle kann ich mich noch gut erinnern. Sofort! Ich grüße euch, Kind Ilmatas. Wie geht es euch? Mir geht es gut, glaube ich. Mir geht es nicht so gut. Hör auf mit dem Verstellen, Pokelin. Ich bin der Scharanen leid. Ich habe mich über Tage, Wochen durch Feinde gemetzelt, nur um aus diesen verdammten Bergen herauszukommen. Ich habe nicht vor, mit einem verrückten, in blutbefleckten, nematischen Hohenpriester Rope in die Quere kommen. Ich kann gerade kein Deutsch mehr. Ich habe nicht vor, mir einen verrückten, in einer blutbefleckten, nematischen Hohenpriester Rope in die Quere kommen zu lassen. Mir geht es gut, glaube ich. Das freut mich zu hören. So viele junge Menschen leiden heutzutage grundlos. Und ja, er sieht sehr komisch aus. Sie leben mit einem dumpfen Schmerz, gleiten unwissend durch einen Nebel dahin, ohne jede Ekstase zu erfahren, die auf sie wartet, würden sie ihr Herz Ilmater öffnen. Ihr macht mir nichts vor, Pockeli. Ich komme gerade vom Tempel des Ilmater unten. Ich glaube nicht, dass Ilmater die Art in Erfahrung gefallen würde, für die ihr euch entschieden habt. Derber Glaubensverdreher, eure Perversion des ilmatischen Glaubens ist ihr Ende. Ich werde dafür sorgen, dass ihr zur Rechenschaft gezogen werdet. Ah, Gerechtigkeit. Aber was ist Gerechtigkeit? Nein, antworte nicht. Das war eine rhetorische Frage. Es gibt wichtigere Dinge, für die ihr Rede und Antwort stehen müsst. Wie der Angriff auf meine Domäne, euer Eindringen in meinen Einflussbereich. Komm zur Sache, Pokelin. Hört auf, in Rätseln zu sprechen, Verbrecher. So interessant ich eure Gedanken zu verschiedenen Themen vom Wesen der Gerechtigkeit bis hin zur Geschichte der Welt auch finde. Ich würde es wirklich begrüßen, wenn ihr mit euren Gefasel aufhören würdet. Danke. Kommt zur Sache. Nach Jahrhunderten von Ixonomais mühsam formulierter Reden und ihres Größenwahns ist es eine willkommene Abwechslung, solch knappe und eindeutige Drohungen aus dem Munde eines Feindes zu hören. Ah, Ixonomai. Also er ist der Typ, der Hochstapler in Arundels Haus gewesen. Danke, dass ihr sie beseitigt habt. Übrigens, ihre Reden waren schrecklich ermüdend und sie hat ihre Niederlagen so schlecht getragen.
Was für dem Schädel, Pockelin? Warum der Grat der Welt? Ich glaube, ihr werdet gleich genau wissen, wie es sich anfühlt, Pockelin. Seid bereit. Was für dem Schilde? Das Einzige, was mir wirklich bei der Eroberung dieses Gebietes im Wege stand, war Ixonomai. Als ihr sie getötet habt, habt ihr das größte Hindernis aus dem Weg zu meinem Ziel beseitigt. Wie ihr wahrscheinlich bereits wisst, ist meine Ankunft in dieser Welt Ergebnis eines Konflikts mit meiner alten Erzfeindin. Ich wurde von meiner Heimatebene vertrieben, als meine Fehde mit Ixonomai nach Ansicht meiner Vorgesetzten außer Kontrolle geriet. Sobald ich in dieser Welt ankam, wusste ich, dass Ixonomai mir folgen würde. Was sind schließlich schon ein paar tausend Jahre und tausende von Kilometern für zwei alte Freunde? Ja. Ich suchte eine Basisstation für meine Operation, von der aus ich Streitkräfte sammeln konnte. Dabei hörte ich eine Stimme von einem entfernten Gletscher rufen. Es war Krenshinibon. Es ist ein Artefakt so alt, dass selbst ich dagegen jung erscheine. Ein gesprungener Kristall mit derart magischen Kräften, dass Kuldahars Herzsteinjuwel dagegen wie ein Kinderspielzeug wirkt. Hey, diese Anspielung kenne ich, aber du wirst diesen Kristall nie kriegen. Allein die Tatsache, dass er in meinem Besitz war, veranlasste die schwächeren Goblinoide und Monster dieses Landes, ihre uralten Heimatsiedlungen zu verlassen und zu mir zu kommen. Ach, seine Kräfte sind zu zahlreich, um sie alle aufführen zu können. Abgesehen davon, dass der Kristall eine, nun ja, etwas herrische Persönlichkeit hat, scheinen sich unsere Pläne zu decken. Was meine Untergebenen betrifft, die waren leicht gefunden. Alle waren gern bereit, sich für meine Sache einzusetzen, mit Ausnahme des armen, naiven Bruder Perdien. Die Verkleidung als ilmaterischer ehrwürdiger Bruder war perfekt, um durch das Eiswindtal zu reisen und es auszukundschaften. Die Gestalt war auf das Leichteste anzunehmen. Die Informationen in Perdiems Kopf halfen mir, die Rolle überzeugend zu gestalten. Alles lief ganz hervorragend, bis dieser lästige Arundel und euer guter Freund, der jetzt tote Rodgar, beschlossen, Ixonomais schlecht getarnte Aktivitäten in Drachenauge zu erforschen. Wenn dieses dumme Weib ein wenig umsichtiger in ihren Aktionen gewesen wäre, hätte niemand irgendetwas vermutet. Um Ixonomai aufzuhalten und das Eiswindtal vom Rest der Welten abzuschneiden, fror ich die Pässe mit Krenshinibons Hilfe zu. Jedoch nicht schnell genug, um Hrodgar und seine Gruppe vom Beginn ihrer Expedition abzuhalten. Was, du hast Krenshinibon? Also ließ ich Craig Frostbart und seine Riesen die Lawine auslösen, die Hrodgar, Akalia und die anderen Narren unter sich begrub. Danach war es mir relativ gleichgültig, was ihr tun würdet, bis ihr Ixonomai, das Herzsteinjuwel, entrissen habt. Ich glaubte, Arundel sei die einzige Person, die in der Lage sein würde, das Juwel zu nutzen. Indem ich ihn tötete, glaubte ich, die Bedrohung beseitigt zu haben. Ich habe ganz gewiss nicht vermutet, dass ihr das Juwel zu Larrel in der abgetrennten Hand bringen würdet. Sehr clever. Leider sind eure Schritte nach diesem Ereignis etwas unberechenbar geworden. Ja. Während eures langen, blutigen Marsches durch Oberdorntief, den Wurmzahngletscher und Unterdorntief, habe ich deshalb Streitkräfte an anderen Orten gesammelt. Vor den Toren Osthafens, um genau zu sein. Ihr seht also, dass die Vernichtung meiner Streitkräfte an diesem Ort mich bei der Eroberung des Tals lediglich ohne Reservetruppen sein lässt. Es ist gut, dass ihr Osthafen jetzt nicht sehen könnt. Es würde euch vermutlich umbringen, zu sehen, wie einfach es ist, Häuser zu zerstören und Tempel in die Luft zu jagen. Alles, was ihr getan habt, war umsonst. Ich bin der Beginn und das Ende dieser Geschichte. Ich und nur ich werde entscheiden, wie sie ausgeht. Lebt wohl! Ja, hier kommt jetzt alles Mögliche gerade auf uns zu. Ich werde tun, was ich kann. Dein Befehl, weiter! Viel zu viel, um genau zu sein. Sogar wieder tauchen. Ist etwas nicht in Ordnung? Verteidigungsmatrix. Ja. Göttliche Macht. Sag, was du von mir willst. Gewiss. Ich mach so schmerzlos wie möglich.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das Zeug respawnt, solange wir Pokelin nicht beseitigen. Ja, das Zeug respawnt. Weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. In der Hitze des Gefechts stolperte der unredliche Priester Ilmatas und griff sich, scheinbar tödlich getroffen, an die Brust. Von dem Kristall an seinem Hals begann ein schwaches Leuchten auszugehen. Plötzlich wurde die Höhle von einer Explosion gleißenden Lichtes erfasst. Als das Licht endlich nachließ, entdeckte die Gruppe, dass sie sich nicht mehr in den dunklen Gängen von Dorntief befanden. Sie brauchten eine Weile, um zu erkennen, dass sie nach Osthafen zurückgekehrt waren. Ja. Dies war jedoch nicht das verschlafene Fischerdorf, das sie vor so langer Zeit verlassen hatten. Ein Zauber lag über der Stadt und hatte alles, was von den zerstörten Häusern und Hütten übrig geblieben war, in einen Kerker aus hartem Eis gestoßen. Im Zentrum der Zerstörung jedoch, dort wo der Tempel des Tempus einst gestanden hatte, reckte sich nun ein gewaltiger Kristallturm gen Himmel. Ja, mit dem gesprungenen Kristall ist er in der Lage, Kristalltürme zu erschaffen. Gut. Gewiss. Wo können wir rasten? Oder rosten? Können wir hier in der Ecke rasten? Ihr könnt hier nicht rasten. Oh, hi. Er hat den Zyklopen eingeladen. Gut. Kann ich helfen? Dann müssen wir halt auf Halten setzen. Warum auch immer sie jetzt wieder weniger Heilung hat. Also weniger Zauber hat. Vita Mortis. Ja, ab diesem Punkt können wir eigentlich nicht mehr zurückgehen. Ja, Turm von Krishal-Tirith. In den können wir allerdings nicht rein. Ja, in Ordnung. So, dann würde ich aber mal sagen, bevor wir uns weiter umsehen, wir sind einigermaßen geheilt. Speichern wir hier jetzt. Das ist jetzt LP021. Speichern. Und dann machen wir hier jetzt erstmal einen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge in Osthafen um. Suchen einen Platz zum Rasten und gucken, wie wir in den Tempel kommen. Also, bis gleich.